Willkommen zum zweiten Lernvideo zu quantitativen Verfahren in der Chromatographie. Zielgruppe sind wieder die Auszubildenden aus den Laborberufen, vor allem Chemielaborantinnen und Chemielaboranten, aber auch CTAs oder Studierende der Chemie, die vielleicht zum ersten Mal konfrontiert sind mit Zollenchromatographie und dort auch quantitative Auswertungen vornehmen müssen. Vorausgesetzt wird wieder chemisch-analytisches Rechnen, dass sie das beherrschen, auch Dreisatzrechnen. Und Sie sollten die Begriffe Response-Faktor, Kalibrierfaktor oder externer Standard kennen. Diese werden aber im ersten Teil des Lernvideos thematisiert und besprochen. Der erste Teil des Lernvideos hat auch wieder den Titel Quantitative Verfahren in der Chromatographie, eben Teil 1. Sie benötigen Stift, Papier und Taschenrechner, weil Sie hin und wieder was aufschreiben müssen und auch selber was rechnen sollen. Der erste Teil des Lernvideos, den Link sind Sie ja eingeblendet, der hat sich beschäftigt mit dem externen Standard. In diesem Teil hier geht es jetzt um die Flächenprozentmethoden und die Teile 3 und 4, die beschäftigen sich dann mit dem internen Standard. Es gibt ein Arbeitsblatt zu diesem Lernvideo, das trägt auch den Titel Quantitative Verfahren in der Chromatographie. Und zwar finden Sie das zum Download unter www.laborberufe.de. im Ordner C3CL, also Chemielaboranten, drittes Lehrjahr. Und Sie sollten sich auf jeden Fall die dritte Seite aus diesem Arbeitsblatt oder diesem Lernskript ausdrucken. Die ersten beiden Seiten, die drehen sich um den externen Standard, die werden im ersten Teil des Lernvideos besprochen. Und die dritte Seite, die Sie eben ausdrucken sollen, die beschäftigt sich eben mit den Flächenprozentmethoden. Wir lesen nachher gemeinsam den Text hier durch und da sind auch dann Aufgaben eingebettet, die Sie an Ort und Stelle beantworten sollen. Also ich würde auf jeden Fall, bevor Sie jetzt hier weiterschauen, eben dieses Arbeitsblatt erstmal ausdrucken, die dritte Seite. Im Abschnitt A geht es um die einfache 100%-Methode oder auch einfache Flächenprozentmethode genannt. Lesen Sie sich bitte den Abschnitt hier erstmal durch. Und ich glaube, das ist relativ einfach, so dass Sie gleich die Aufgabe 4.1 alleine bewerkstelligen können. Hier daneben ist genug Platz, dass Sie die Rechnung direkt an Ort und Stelle hier hinschreiben können. Drücken Sie jetzt also bitte auf Pause, bevor Sie weiterschauen und versuchen Sie eben diese Aufgabe 4.1 danach auch alleine zu lösen. Ich würde Ihnen empfehlen, einige Anmerkungen und Zusammenfassungen zu diesem Lernskript nochmal rauszuschreiben, zum Beispiel auf ein Blatt Papier oder ins Heft, damit sich das auch besser einprägt. Also das Wichtige bei dieser einfachen Flächenprozentmethode ist, dass sie eben anwendbar ist, wenn alle Probebestandteile erfasst werden und zwar annähernd mit der gleichen Empfindlichkeit. Sonst kann man diese einfache Flächenprozentmethode nicht durchführen. Wenn das eben der Fall ist allerdings, dann kann man eben sagen, dass eben der Gehaltsanteil eines Analyten dem Flächenanteil des Peaks entspricht. Und zwar gemessen natürlich an der Gesamtfläche aller Peaks. Diese Voraussetzung, dass eben alle Probebestandteile mit der gleichen Empfindlichkeit erfasst werden, das können Sie sich vorstellen, das gibt es nicht sehr häufig. Das bekannteste Beispiel ist eben die Bestimmung eines Kohlenwasserstoffgemisches, zum Beispiel einer Erdgasprobe mit der Gaschromatographie. In dieser Gaschromatographie wird sehr häufig ein sogenannter Flammenionisationsdetektor genutzt. Und dieser Flammenionisationsdetektor, dessen Signal hängt tatsächlich nur von der Kohlenwasserstoffmasse ab, die da gerade vorbeiströmt und die gerade eben detektiert wird. Und das ist eben also ein Beispiel und man kann also mit dieser Methode eben bestimmen den Massenanteil der einzelnen Kohlenwasserstoffe in diesem Kohlenwasserstoffgemisch oder in diesem Erdgas. Also ein typisches Beispiel für eine solche einfache Flächenprozentmethode. Und Sie sehen schon hier, wir haben eben bei diesem Beispiel ein Kohlenwasserstoffgemisch, das heißt, wir haben lauter Probebestandteile, die an sich relativ ähnlich sind, also zum Beispiel Methan, Ethan, Propan und so weiter, die sind chemisch nicht sehr unterschiedlich und deswegen funktioniert es eben, dass dieser Flammenionisationsdetektor die eben mit
ungefähr gleicher Empfindlichkeit bezüglich der Masse eben detektieren kann. Also eine Voraussetzung, das steht ja auch in dem Text drin, den Sie gerade gelesen haben, ist eben, dass die Analyte alle relativ ähnlich sind. Bei der Aufgabe 4.1 sollte man ja den Massenanteil berechnen von Propionaldehyd und der Massenanteil ist einfach der Flächenanteil. Das heißt, wir nehmen hier die Fläche des Propionaldehyds, diese 45.480 Area Units, und teilen die durch die Gesamtfläche, also die Summe aller Einzelflächen. Und die beträgt 170.350. Und damit wir den prozentualen Massenanteil erhalten, habe ich noch das Ganze mal 100% multipliziert. Und als Ergebnis kommt raus 26,7% Massenanteil. Interessanterweise war bei dieser Aufgabe 4.1 kein Kalibrierlauf nötig, um das Ergebnis zu berechnen. Also wir sind auf diese 26,7% gekommen, ausschließlich durch diesen Probelauf. Das ging deshalb, weil der Detektor gleich empfindlich ist für alle drei Analyte. Ist dies nicht der Fall, dann muss man einen Kalibrierlauf machen. Und das ist jetzt dieser Abschnitt B, die korrigierte 100% Methode. Steht jetzt auch da. Werden die einzelnen Komponenten unterschiedlich empfindlich durch den Detektor erfasst, so muss dies noch rechnerisch berücksichtigt werden. Auch hier wird davon ausgegangen, dass alle Probebestandteile erfasst werden. Das heißt, die Summe aller Gehalte 100% entspricht. Und wie das jetzt funktioniert, das kann man am besten eben an dieser Aufgabe 4.2 erklären. Die Aufgabe ist eigentlich sehr ähnlich mit der Aufgabe 4.1. Wir haben hier auch wieder drei Analyte, Acetaldehyd, Propionaldehyd, Aceton. Vorher hatten wir eben diese Flächen beim Probelauf gemessen. Diese Flächen sind hier auch beim Probelauf identisch jeweils. Also man hat praktisch denselben Probelauf. Hier hat man aber noch vorher oder danach einen Kalibrierlauf gemacht und hat dann jeweils eben einen bestimmten Gehalt gehabt, dieser drei Analyte jeweils und gemessen eben die Flächen, die dabei entstehen. Und das kann man eben rechnerisch jetzt auch mit berücksichtigen und vielleicht dadurch ein genaueres Ergebnis für den Massenanteil bekommen. Weil auch hier, das steht ja auch in der Aufgabenstellung, berechnen Sie den Massenanteil an Propionaldehyd. Wie berechnen Sie das Ganze? Das ist nicht so schwierig. Das machen Sie wie bei der Einpunktkalibrierung, die im Lernvideo Teil 1 erklärt wurde. Sie wissen ja, ein Gehalt von 1,5 Gramm pro 100 Milliliter Acetaldehyd entspricht 77.155. Was für ein Gehalt entspricht dann 54.792? Das können Sie hier also im Rahmen einer Einpunktkalibrierung eben ausrechnen. Genau den gleichen Dreisatz machen Sie auch für Propionaldehyd. Sie wissen, 0,9 Gramm pro 100 Milliliter entspricht 48.456 Area Units. Welchem Gehalt entspricht dann 45.480 Area Units? Also auch hier gehen Sie eben von einer Einpunktkalibrierung aus. Und noch einen dritten Dreisatz müssen Sie auch nochmal fürs Aceton genauso ausrechnen. Dann wissen Sie eben die Gehalte in Gramm pro 100 Milliliter von diesen drei Analyten. So, und die summieren Sie auf. Dann haben Sie also den Gesamtgehalt in Gramm pro 100 Milliliter, die Summe dieser drei Einzelgehalte und der entspricht dann 100%. Und dann können Sie eben schauen, wie groß eben der Anteil vom Propionaldehyd am Gesamtgehalt ist. Sie wissen ja eben den Gehalt an Propionaldehyd, das haben Sie hier über diese Einpunktkalibrierung berechnet und diese Gramm pro 100 Milliliter, die hier rauskamen, die müssen Sie eben ausrechnen, wie viel Prozente die ausmachen, vom Gesamtgehalt aller drei aufsummiert. Und da haben Sie jetzt also hier Platz, diese Rechnung alleine durchzuführen und nachher muss was rauskommen, auch wieder in Prozenten. Und es muss was Ähnliches sein wie vorher auch, also es kommt ungefähr im 20er Bereich was raus, 25er Bereich, Prozentbereich. Gucken Sie, dass Sie bitte diese Aufgabe 4.2 alleine eigenständig ebenso lösen, wie ich das gerade Ihnen gesagt habe.
So, als Ergebnis sehen Sie für das Acetaldehyd kommt raus ein Gehalt von 1,06523 Gramm pro 100 Milliliter. Ich habe das sehr genau angegeben. Am Ende runde ich dann. Das kann man eben mit dem Dreisatz berechnen, wie ich Ihnen vorher gesagt habe. So, für Propionaldehyd, wenn man also die mittlere Zeile nutzt, dann kann man berechnen, dass eine Fläche von 45.480 Area Units eben 0,844746 Gramm pro 100 Milliliter beträgt. Und für Aceton entspricht einer Fläche von 70.078 Area Units einem Gehalt von 1,39784 Gramm pro 100 Milliliter. Die drei Gehalte zusammen, die ergeben 3,307816 Gramm pro 100 Milliliter. Und das entspricht eben 100%. Und wir wollen ja den Massenanteil haben von Propionaldehyd. Das heißt, ich schaue, wie viel Prozent sind dann 0,844746 Gramm pro 100 Milliliter, wenn eben der Gesamtgehalt 100% beträgt. Dann ist halt 0,844746 Gramm pro 100 Milliliter. Das entspricht dann 25,5% vom Gesamtgehalt. Und das ist also der Massenanteil an Propionaldehyd. Und Sie sehen, es kommt schon ein bisschen was anderes raus als vorher, wenn man die Detektionsempfindlichkeit berücksichtigt. Das gleiche Ergebnis können Sie auch mit Kalibrierfaktoren bestimmen. Was Kalibrierfaktoren sind, habe ich im Lernvideo Teil 1 erklärt. Es handelt sich nämlich letzten Endes um den Gehalt pro Fläche. Das heißt, Sie müssen für diese drei Stoffe jeweils den Kalibrierfaktor erstmal ermitteln, indem Sie den Gehalt hier nehmen und durch die entsprechende Fläche teilen. Wenn Sie dann den Gehalt des Analyten haben wollen, dann müssen Sie diesen Kalibrierfaktor, den Sie hier ermittelt haben, multiplizieren mit der Fläche aus dem Probelauf. Das heißt hier der Analytgehalt, das ist ja bei uns das Propionaldehyd, ist der Kalibrierfaktor aus dem Propionaldehyd hier mal der entsprechenden Fläche hier. So, da Sie aber den Anteil haben wollen, müssen Sie den Analytgehalt durch den Gesamtgehalt teilen. Das heißt, Sie kommen nicht umhin, auch von den anderen beiden Stoffen jeweils hier den Kalibrierfaktor zu ermitteln und zu multiplizieren mit den entsprechenden Flächen. Wenn Sie das dann alles ausgerechnet haben, dann müssen Sie noch den Quotient bilden und dann können Sie eben den Anteil dadurch ermitteln. Übrigens, da wir diesmal in Massenkonzentrationen rechnen, bekommen wir als Anteil auch den Massenanteil raus. Das heißt, es hängt immer davon ab, welche Gehaltsgrößen man hier hat. Wenn wir hier Stoffmengenkonzentrationen gegeben hätten, dann würde man hier nicht den Massenanteil bekommen, W, sondern dann würde man den Stoffmengenanteil erhalten. Also deswegen würde ich hier noch schreiben an der Stelle, wenn Gehalt gleich Massenkonzentration, dann resultiert Massenanteil. Das kann man also nicht pauschal sagen, sondern es ist wirklich von dem Einzelfall abhängig, was das für ein Anteil hier ist, den man rausbekommt. Rechnen Sie also, wie gesagt, erst die Kalibrierfaktoren aus und dann mithilfe dieser Kalibrierfaktoren können Sie eben die Gehalte ausrechnen und dann mit diesem Quotient sollten Sie wieder auf den Massenanteil kommen und es muss das gleiche rauskommen wie vorher auch bei der Dreisatzrechnung, also 25,5%. Wie Sie sehen, resultiert auch ein Massenanteil von 0,255, also 25,5%. Zum Schluss können Sie noch als Zusammenfassung aufschreiben, bei der korrigierten 100%-Methode die Detektionsempfindlichkeiten, also die Response-Faktoren der Probebestandteile, werden berücksichtigt. Und insgesamt ist diese Methode deshalb genauer.